Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es das Unboxing der My Little Box vom März und ich zeige euch die Sachen, die bei mir eingetroffen sind, beziehungsweise den Inhalt der Box und würde sagen, wir legen mit dem Video los. Let's go! So, und wir hatten diesmal dieses wunderschöne Täschchen. Es ist mal wieder eine Waschtasche, aber mal ein bisschen in einem anderen Stil. Und zwar sieht die so hier aus. Die ist so weiß-cremefarben und ja, sieht ganz cute aus. Und das ist eben auch schon das erste Accessoire-Produkt. Und drin sind dann die ganzen Produkte. Diesen Monat steht komplett im Thema Skincare. Wir haben hier in dem Karton eine komplette Aufmachung von den ganzen Produkten und in welchen Schritten man die anwendet. Und ja, deswegen würde ich sagen, wir legen auch mit den Pflegeprodukten los. Es sind alles Produkte fürs Gesicht. Und wir fangen hier einfach an mit Schritt 1, und zwar reinigen. Und da gehört dann dieses Produkt dazu. Und zwar ist das von Kiehl's. Und zwar ist das eine schäumende Tiefenreinigung für das Gesicht mit Calendula. Das ist für eine normale bis ölige Haut, was sehr, sehr gut ist, denn ich habe sehr ölige Haut. Und ja, das Produkt sieht einmal so hier aus und das sind 30 Milliliter. Dann kommen wir zu Schritt Nummer 2 und zwar klären, und da ist auch nochmal ein Produkt von Kiehl's enthalten und zwar ein Kräutergesichtswasser mit Ringelblumenextrakt für normale bis ölige Haut. Ich habe ja angegeben, dass ich also ölige Mischhaut habe. Und ja, hier steht auch noch drauf, alkoholfreies Gesichtswasser. Und ja, das sind 40 Milliliter und das sieht so hier aus. Schritt Nummer 3 ist gezielte Pflege und da wird auf das Serum hingewiesen. Und zwar ist ja ein Serum von Lancôme drinne. Und zwar steht hier drauf, Jugendlichkeit aktivierendes Konzentrat. Das sind 7 Milliliter, so sieht einmal die Verpackung aus. Und das Produkt an sich ist auch minimal. Und zwar so hier. Dann kommen wir zu Schritt Nummer 4 und da kommen wir zu dem nächsten Accessoire-Produkt. Denn es heißt massieren, und zwar um das Serum eben einzumassieren, ist hier das hier drinne. Und zwar steht drauf, Massagepilz aus Jade oder Jade. Ich weiß nicht, das ist dieses Material. Und das ist eben einmal dieses Teil hier. Und das ist dann eben, wie gesagt, ein Massagepilz, damit man das Serum eben so besser einarbeiten kann. Und ja, finde ich ganz okay. Hier steht auch noch drauf, wie man das dann am besten macht. Einmal von innen nach außen und dann oben die Stirn. Hier steht noch drauf, er entspannt dein Gesicht, mildert Fältchen um die Augen und wirkt dank der berühmten Jade-Eigenschaften entzündungshemmend und beruhigend. Am besten zusammen mit einer Creme oder Serum. Dann haben wir Schritt Nummer 5 und zwar heißt das Pflegen. Und zwar haben wir hier das hier von Biotherm. Und zwar ist das eine intensive Feuchtigkeitspflege, auch für normale bis Mischhaut. Und ja, das sind auch 20 Milliliter, ist eine kleine Größe. Und so sieht das einmal aus. Und als krönenden Abschluss haben wir dann eine Lippenpflege, die dann eben zum Schluss auf die Lippen kommt, auch von Biotherm. Und ja, hier steht alles auf Französisch drauf. Ich kann euch wirklich absolut nichts davon sagen. Aber es ist eben ein Lippenbalsam und das sind 13 Milliliter. Und das sieht einmal so hier aus. Und dann haben wir hier noch einen 10% Coupon, damit man auf Flanconi dann einkaufen kann. Und zwar Produkte von Biotherm, Kiehl's und Lancôme. Und ja, hier hinten ist übrigens auch nochmal ein Massage-How-To drauf, wie man eben am besten mit dem Massagepilz umgehen kann. Und ja, dann ist das Täschchen auch schon leer. Wie gesagt, das Täschchen finde ich richtig süß. Es ist mal, sieht ein bisschen anders aus wie sonst immer die typischen Täschchen. Und das finde ich auf jeden Fall richtig, richtig süß. Und ja, das war dann auch schon die My Little Box vom März. Ich finde sie okay. Also ich muss jetzt mal sagen, ich finde das Thema gut auf jeden Fall. Es ist halt eben mal ein bestimmtes Thema und man hat wirklich für jeden Step ein Produkt.
Allerdings habe ich schon so viele Gesichtsprodukte, gerade von der My Little Box. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das alles verwenden soll. Und was ich eben dazu sagen muss, es sind halt alles nur kleine Größen. Ich meine, man bezahlt 18, 19 Euro für die Box im Monat und dann kriege ich jetzt hier nur so kleine Proben. Ich weiß es nicht. Also für mich sind sie gut. Ich werde sie definitiv für den nächsten Urlaub aufbewahren. Aber trotzdem, ich weiß, dass die Marken sehr, sehr teuer sind. Und ich bin auch wirklich gespannt, ob sie gut zu meiner Haut sein werden. Meine Haut ist immer sehr, sehr schwierig. Aber ja, man hätte wenigstens ein Vollprodukt reinmachen können, finde ich. Aber wer mal eine neue Hautpflegeroutine ausprobieren will, für den ist die Box diesen Monat auf jeden Fall was. Und ich habe hier die ganze Zeit so eine Strähne. Und dann hoffe ich, euch hat eure Box trotzdem auch gefallen und euch auch das Video gefallen. Und dann hoffe ich, wir sehen uns zu meinem nächsten Video wieder. Tschüss!